Hey Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed und wir müssen über diesen blöden Fluss drüber. Und ich schau mal, vielleicht können wir ja hier mit dem irgendwie mitfahren oder so. Weiß nicht, ist der böse oder ist der nicht böse? Okay. R2, um schneller zu fahren. Ja, passt doch. Optimal. So lobe ich mir das, Leute. Und wenn euch der Part gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Wie ihr lustig seid, Leute. Also mich bockt das Spiel auf jeden Fall richtig. Obwohl ich immer noch im ersten Gebiet bin. Ich bin da jetzt hier so richtig am Schauen, am Erkunden. Richtig cool gemacht. Und ich glaube, es naht ein Sandsturm. Langsam läuft es auch mit der Steuerung wirklich gut, muss ich sagen. Ich warte mal, dass wir hier hochkommen. Okay, es ist anscheinend eine alte Ruine oder sowas. Geiernest. Ach du Scheiße, muss ich so einen Geier töten oder was? Dann gehen wir erstmal dahin. Ich hoffe mal, dass die mich nicht angreifen. Okay, den habe ich ihn schon. Qual 18, was ist denn das jetzt? Oh, ein Holzschild. Okay, somit wäre dieser Ort doch eigentlich auch schon wieder abgeschlossen, oder? Ja. Okay, hier ist jetzt nichts mehr. Nichts. Und zu Hause plündern, das habe ich. Den habe ich. Das habe ich auch gemacht. Den habe ich gemacht. Da oben ist auch fertig. Okay, dann wäre jetzt eigentlich nur noch hier den Schatz plündern und dann wird es eh schon, glaube ich, weitergehen, weil hier habe ich es ja auch schon gemacht. Tötet den Hauptmann, Schatz plündern, Sperrgebiet. Warum ist es immer noch das Sperrgebiet? Okay, da oben muss ich das noch machen. Das machen wir dann auch noch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch da mal hier hin. Wir holen uns unser altes Kamel. Und sagen ihm bitte Straße verfolgen. Dann müssten wir eigentlich genau an der Quest vorbeikommen. So. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal darüber und schauen, ob wir die Schätze plündern können.
Ist es vielleicht im Wasser drinne? Ah, okay, es ist im Wasser drin. Gab mal an das Orakel. Ist eher hier in der Richtung, okay. Schauen wir doch mal, ob wir das finden. Ah, hier ist was. Okay, das ist aber nur so ein Crap. Hier haben wir schon eingeplündert, genau. Das war hier hinten in dem Eck drin. Was ist denn hier? Sehen wir auch relativ wenig. Ich muss bloß schauen, dass ich irgendwann auch wieder beim auftauche. Gehen wir mal hier hin. Hier unten war ich aber schon. Oder geht es in die Richtung auch noch? Ja, hier geht es auch noch lang. Wird mein Adler auch nicht sehen können, denke ich. Ja, ich glaube, ich muss aber mal. Es wird doch schon langsam dunkel. Ich glaube, ich werde mal an Land gehen und werde meditieren, damit es wieder hell wird. Dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Meditieren mal. Genau, schon wird's hell. So, okay. Dann wollen wir den Adler nochmal hochschicken. Da sagt aber nichts. Er sagt schon eher hier in diesem Bereich. Gehen wir da nochmal hin. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Schauen wir hier nochmal rein. Hier muss ja irgendwo
was geben. Okay, hier ist was. Jetzt muss ich aber schnell raus hier. Schnell, schnell. Hier muss noch mal was sein. Hier ist noch was. Alles klar. Okay, sehr cool, da haben wir das auch schon. Geil. Schon kurz vor Level 7. Geht ratzfatz, muss ich sagen. Weiß gar nicht, wie viel Maximallevel es eigentlich gibt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Soweit habe ich es noch nicht gelesen. Oder noch nicht informiert. Jetzt auf jeden Fall mal. Boah, keine Munition mehr. Ich flippe aus. Der steht geblieben, oder was?
Vielleicht hier wieder Ding, Bogen. Pfeile. So, okay, dann haben wir das auch. Und dann gehen wir doch mal hier hin. Und porten uns aber. So, okay. Müsste jetzt eigentlich die letzte Quest sein in diesem Gebiet oder unsere letzte Aufgabe. Schon. Stufe 3 Kommandant. Schatz haben wir auch gesehen, den holen wir uns jetzt. Thank you.
Also von den schweren Waffen kriegen wir wirklich extrem viel, muss ich sagen. Okay. Alles abgeschlossen, würde ich sagen. Also ich sehe zumindest jetzt nichts mehr auf der Karte. Hier oben kommen wir noch nicht hin. Genau, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht mit Bajaks Versprechen. Ich markiere sie schon mal, gehe schon mal dorthin und in der nächsten Folge schauen wir uns das dann an, wie es denn dort weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt wieder dran. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.